Hey ho, meine Lieben! Heute machen wir ganz einfache Burger mit Bacon-Ananas. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Gehen wir rüber, schauen wir uns die Zutaten an und legen wir los. Auf geht's! Da haben wir auch schon alles, was wir brauchen. Ich habe hier jetzt 800 Gramm Hackfleisch vom Rindschwein und Bacon natürlich für die Ananas. Dann bin ich heute auf die Burger Buns vom Butchers gegangen, vom Penny. Der geile Käse wieder dazu. Ketchup, Mayo und Senf. Mehr brauchen wir dazu nicht. Und natürlich ein schönes Gewürz. Und dann nehmen wir den India Rub von der Grillshow. Der ist mit Curry, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Der passt da wunderbar dazu. Ja, was braucht man natürlich noch? Eine Burgerpresse. Ja, da habe ich die von der Grillshow. Aber die ist ja wieder so klein. Ja, ich möchte größere Buns haben. Drum tun wir die auf die Seite und nehmen wir wieder unseren Ring. Ja, aber das gefällt mir auch nicht wirklich. Moment. Fertig. Ja. Nehmen wir die hier. Die ist dezent größer. Und gibt es natürlich auch von der Grillshow. Jawohl. Also, eine Presse haben wir. Pressen tue ich auf meinem Holzbrettchen. Direkt auf dem Küchenpapier. Backpapier. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir erst einmal mit der Patties los. Da war das Ding wieder offen. Macht nichts. So, das muss reichen. Vielleicht. Naja, ein bisschen geht, glaube ich, noch. Aber jetzt reicht's. Na, geht zu. Tja, und wenn wir das haben, machen wir uns in etwa 4 gleich große Portionen. Wer möchte, kann sich das natürlich abwiegen. Ich mache jetzt Kugeln und die frei Augenmaß. Naja, gut, die ersten 2 sind etwas größer. Macht nichts, die 2 wandern eh noch mal in die Kühlung. Jetzt machen wir erst einmal bloß 2 Burger. Nehmen wir unser erstes Backpapier, legen uns eine Kugel drauf und gib ihm! Ha! Ein bisschen muss ich noch pressen. Aber jetzt und schon haben wir ein wunderschönes, großes, geiles Patty. Halt. Warum auf dem Backpapier? Ganz einfach, wesentlich leichter zu handhaben nachher. Voila! Und das nenne ich mal ein Patty. Jo, dann wären wir auch schon mit den Patty-Pressen fertig. Dann können wir übergehen zur Ananas. Und das läuft ganz, ganz einfach. Wir nehmen uns 2 Scheiben Ananas.
je eine pro Burger. Nehmen uns am Bacon und den wickeln wir einfach hier rum. Wenn er natürlich so flusrig ist, ist nicht so schön zum Wickeln. Aber irgendwie funktioniert es immer. Man muss bloß wollen. Wenn die Ananas nicht hundertprozentig eingepackt ist, ist das auch nicht schlimm. Das habe ich auch schon mal schöner gekonnt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist mir jetzt egal. Das lasse ich jetzt einfach so. Und die zweite natürlich auch. Wenigstens habt ihr dann das Prinzip gesehen, wie es funktionieren sollte. Naja, wie gesagt, nicht schön, aber selten. Dann braucht man noch unseren Käse drüben, weil ich richte mal gerade eine Platte her zum Raustragen. Dann nehmen wir uns auch zwei Scheiben dann raus. Die immer mit ihren Öffnungsdingern, wo man eh nicht aufbringt. Also diesen Käse von Penny kann ich auch bloß empfehlen, weil der schmeckt mal richtig geil. Ach, wisst ihr was, wir hauen zwei Scheiben pro Burger drauf. Weg damit. Und dann brauchen wir natürlich noch unsere Burger Buns. Warum fertige? Weil ich keinen Bock gehabt habe, welche zu machen heute. Und die funktionieren genauso. So, und da habe ich dann meine Platte, wo ich mit rausnehme. Die Feuerplatte draußen ist schon an. Ketchup, Mayo und Senf brauchen wir nachher. Werden wir sie zusammenbauen. Ich glaube, das machen wir dann wieder hier herin. Nene und alles, was wir jetzt hier draußen benötigen. Natürlich unsere Platte. Bisschen Öl für die Feuerplatte zum Einreiben. Meine Gloschen, also die Abdeckungen, damit wir nachher auch den Käse schön zum Schmelzen bringen. Die Burgerwendezange von Moesta. Das Teil natürlich, um die Feuerplatte abzuschrubbeln. Und ein bisschen Zewa. Und da hinten flackt noch ein Handschuh, ganz genau. Und hier, da war du. Das Ding feuert gerade so richtig schön an. Ich habe gerade nochmal Holz nachgelegt. Jetzt wird sie nochmal kurz abgerieben, nochmal eingeölt und dann können wir loslegen. Dann können wir loslegen. Mit was fangen wir an? Hier herüben mit der Ananas. Naja. Und hier tun wir gleich unsere Eddys drauf. Das wird jetzt alles recht schnell gehen. Und deswegen ist es so genial, die Dinger auf ein Backpapier zu tun, zu pressen. Hier kann man sie wunderbar auf die Feuerplatte wuchten. Ruckzuck geht es heute. Ja, die Patties hätte ich vielleicht auch hier rüber tun können. Da ist, glaube ich, ein bisschen wärmer. Der Hotspot. Und wir wollen natürlich, dass Rindschwein ist. Die Patties komplett durch. Ja,
soll es auch gescheit greifen. Ich würde mal sagen, die sehen richtig gut aus. Und siehe da, es ist auch schon die Zeit gekommen, den Käse drauf zu wuchten. Das geht ja recht schnell. Die Floschen drauf. Dann können wir hier auch schon irgendwo nebenbei die Buns antoasten. Und die sollten auch gleich soweit fertig sein. So, das muss reichen. Dann nehmen wir die Burgerchen hier runter. Und gehen rein zum Zusammenbauen. Tja, jetzt sieht das Tablett so aus. Attacke! Geht mal wieder rein. Ja, lustiges Zusammenbauen. Geht genauso schnell wie der Burger selber. Bisschen Senf. Bisschen Mayo. Gut, Mayo und Ketchup kann man oben auch ein bisschen was drauf tun. Aber den Senf nur unten. So. Fertig, Schatz, dein Burger. Tja, klatsch, und das ist meiner. Und für einen einfachen, schnellen Burger sieht das Ding doch echt klasse aus. Und jetzt schneiden wir noch an und dann wird probiert. Und ich hoffe, das Hack ist auch schön durch. Jupp. Sieht doch mal gut aus. Richtig gut. So, und jetzt das Probiererle. Und heute probiere ich mal wieder komplett in das Teil reinzubeißen, also in den halben. Also ich weiß nicht, wie der Johnny das macht, dass der sein Gosch immer so weit aufbringt. Wow. Leute, mehr muss auf dem Burger gar nicht drauf. Aber jetzt warten wir noch kurz, bis wir gegessen haben. Und dann hören wir noch Fazit von Schatzi auch an. Mhm. So, Freunde. Fazit. Also, mir persönlich hat diese Zusammenstellung hervorragend gemundet. Die Ananas mit dem Bacon, der Curry Rub, der India Rub im Fleisch drin. Also ich persönlich fand es richtig lecker. Dazu dann noch Senf, Ketchup und Mayo. Ganz einfach, was will man mehr? Mir persönlich hat es geschmeckt. Schatz sagt ein bisschen was anderes. Bitteschön. Also Ananas mit Bacon umwickelt und gegrillt, sehr lecker. India Rub, sehr lecker, mit Hühnchenfleisch. War heute nicht so ganz mein Ding. Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber ansonsten die komplette Zusammenstellung? Sehr gut. Okay. Ja, so kann's laufen. Aber
Ich fand ihn hervorragend. Die restlichen zwei Patties werde ich jetzt noch pressen, einfrieren und werden wir zwischendurch einfach einmal einen Burger genehmigen. Leute, das war's schon wieder mit diesem kurzen Video. Wenn es denn nun kurz geworden ist, das werde ich erst sehen bei der Bearbeitung. Alles klar. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski.